Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu Space Engineers. So, wir bereiten uns quasi gerade darauf vor, die Sauerstoffgeneratorversorgung hier an unserer kleinen fliegenden Festung hier mit anzubauen. Also wir haben jetzt natürlich hier erstmal einen riesen Aufwand an Verteilersystem. So, komm ich... Jawohl. Und wenn dann unsere Jungs hier voll sind, versuchen wir, ja, es ist ein ganz deutliches Versuchen, mit unserer fliegenden Festung, die wir hier gebaut haben, in den Weltraum zu kommen. Das wird ein Unterfangen, das, ja, wird spannend. Dann muss ich mir natürlich auch einen dementsprechenden Platz für die Festung hier suchen, wo ich sie hinstelle. Am besten irgendwo in der Nähe eines Asteroiden, damit ich dann zur Not mal schnell Steine holen kann, wenn ich sie denn brauche. Alles andere an Spezialmaterial wird hier von der Erde dann organisiert. Da werden wir uns dann auch dementsprechend ein Frachtschiff bauen. Unser Bohrer würde theoretisch für den Weltraum und für die Erde funktionieren. Wir müssen uns nämlich auch noch, naja, ich denke mal ein bisschen Platin und eventuell sogar ein bisschen Uran besorgen. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles, ne? Jawollo, Verteileranlage steht schon mal. Und jetzt können wir dann in der Theorie gelegentlich hier drüben andocken. Dann könnte ich nämlich unten die Eislager mit anschließen. Und muss dann wahrscheinlich auch erstmal noch ein bisschen Eis holen. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ja, heute ist ein Dienstag in meiner Welt. Also wann die Folge rauskommt, keine Ahnung. Aber der Aufnahmetag ist ein Dienstag. Das bedeutet, am Mittwoch gibt es am Abend Rollenspiel mit Schlaubi und Don. Und ich war am Überlegen, ob ich vormittags basteln soll. Das kommt natürlich darauf an, wann krabbel ich aus dem Bett, wie fit bin ich morgen, hat sich meine Erkältung verschlechtert, verbessert, gleich geblieben. Und kriege ich es heute noch hin, ja, das ist was Wichtiges, kriege ich es heute noch hin, aufzuräumen. Ja, das ist auch wichtig. Weil als wir unseren Weihnachtsbaum aufgestellt haben, das ist... muss man sich so vorstellen, wir haben dieses Jahr mal einen kleinen Baum geholt, weil wir gesagt haben, wir probieren das einfach mal, wir stellen den auf den Tisch, mal gucken, wie das aussieht. Sieht ganz okay aus, muss ich sagen, aber der zweite Tisch, auf dem der Baum steht, ist Basteltisch der Lady. So, und was macht die Lady natürlich, wenn ihr Basteltisch leergeräumt wird? Richtig, sie stellt alles einfach auf meinen Basteltisch. Was jetzt natürlich platzmäßig zu ein paar Einschränkungen geführt hat. Das heißt, ich muss erstmal gucken, dass ich hier das ganze Material wieder ein bisschen entzerre. So von wegen, was gehört jetzt eigentlich zu meinem Projekt, was gehört zu ihrem Projekt. Und ja, danach gucken, dass ich mein Zeug so hinbekomme, dass ich damit arbeiten kann. Und sollte das funktionieren und sollte das vor allem bis morgen dann geschehen sein, kann ich morgen einen kompletten Streamtag einlegen. Mhm. Von früh bis spät wird da gestreamt, mit kleinen Pausen. Also... ich denke mal, so von 5 bis 7 werde ich dann so eine obligatorische Pause machen, ne? Bisschen was essen, duschen gehen, so, was man halt so in seinen Pausen alles macht, ne? Naja, ich gehe in meiner Pause dann schon ab und zu mal duschen, ne? Jetzt nicht so in diesen kleinen 5-Minuten-Pausen im Stream, aber wenn ich jetzt hier vormittags anfange oder gegen 12 anfange und bis 5 durchstreame, 5 Stunden lang, ja, da werde ich danach wahrscheinlich eine Runde duschen gehen. Das wird, denke ich mal, auch mal wieder ein echt entspannter Tag, muss ich sagen. Weil du einfach die ganze Welt um dich herum einfach mal, sagen wir einfach mal, für 12 Stunden vergisst. Sagst, die 12 Stunden kommst du jetzt mal ohne mich zurecht. Und dann nur streamst und für andere da bist. Hatte ich schon lange, ewig nicht mehr.
Weiß nicht, ob ich das überhaupt schon mal hier mit der... Doch, mit Bastelei hatte ich das, glaube ich, schon mal, dass ich an einem Mittwoch vormittags gestreamt habe und dann am Abend auch. Kann es aber nicht mit Sicherheit sagen. Ist eher so ein Gefühl. Gefühlsmäßig war ich da schon. Junge, Junge, also so ein Inventar hält doch ganz schön lange vor. Okay. 1, 2, 3. Egal, ich stopfe jetzt trotzdem das Inventar noch voll. Wer weiß, wie viel ich da wirklich brauche. Ich habe das ja nicht gezählt. Ach ja, ich bin ja gerade dabei, ein neues Projekt zu starten, weil ich Edna Bricht aus fertig habe. Ich habe es komplett aufgenommen, abgedreht. Es ist im Kasten. Was brauche ich denn als nächstes eigentlich? Nehmen wir kleine Rohre. Oder Motoren. Nehmen wir Motoren. Ja, ist abgedreht. Und hat echt Spaß gemacht. Aber infolgedessen brauche ich natürlich irgendwann in ein paar Wochen, möchte ich behaupten, ein neues Projekt. Oh ja. Oh, warte mal, funktioniert das? Ah, das ist mir zu doof. Und ich habe da schon was im Blick. Werde da jetzt erstmal einen kleinen Test machen. Und werde dann direkt mal in der Aufnahme reingehen. Ich meine, wenn irgendein Projekt richtig kacke ist, ne? Also so wirklich richtig kacke, wo er sagt, boah, nee, lass das. Mach das nicht. Also jetzt so wirklich von Herzen gemeint, ne? Dann dürft ihr mir das auch mal sagen. Aber dann gibt es halt auch Projekte, wo ich sage, nee, das ist ein Herzenswunsch von mir, dass ich das mache. Und bei anderen, naja, dann sind es halt Streitthemen. Das gefällt den einen oder den anderen halt persönlich besser oder persönlich schlechter. Ich meine, das sehe ich ja zum Beispiel auch an hier Space Engineers und Edna Bricht aus zum Beispiel oder Satisfactory. Die einen sind nur hier, weil sie Space Engineers gucken. Andere sind halt nur hier wegen Survival Games. Andere ist das total egal. Die gucken egal was. Hauptsache es wird gelabert. Apropos Gelaber. Ich hatte doch mal erwähnt und versprochen, dass ich eine Geschichte beginne. Ich habe sie begonnen. Ich weiß nur nicht, ob das so gut ist. Also diese sehr hohe Eigenkritik, die ist man von mir ja quasi schon gewöhnt. Ich glaube, ich werde dort anteilig... Das könnte ich zu Silvester machen. Also ich meine, wenn ihr das hier seht, dann wisst ihr ja schon, ob ich Silvester gemacht habe oder nicht. Ach, wir waren doch schon so weit. Na, gucke. Ja, schön. Dann brauchen wir jetzt nur noch kleine Rohre. Dann wisst ihr ja, ob ich Silvester gemacht habe oder nicht, dass ich anteilig dort einfach mal als kleines Special vorlese. Warte mal, ich... um einfach so ein kleines Feedback zu haben, so ja, es geht in die richtige Richtung oder nee, lass das mal lieber. Gibt's ja durchaus, ne? Also manche können das, manche nicht. Aber ich sage halt selbst, ne, das was ich really egal, jetzt mache ich so. Das, was ich auch früher schon mal zusammengeschrieben habe. Es ist nicht ganz schlecht. Keine Ahnung, ob sowas dann verkaufsmäßig... Nee, dafür bräuchte ich... Wie heißen die? Lektor? Heißen die Lektoren, die das nochmal vorlesen? Also bevor man das irgendwo zu einem Verlag schickt oder so, mal durchlesen? Ich glaube. Weil Satzzeichen und Grammatik sind halt bei mir echt so ein kleines... Ein kleines Eigenreich. Ab und zu komme ich mit der großen Satzzeichentüte und verteile halt mal ein paar. Da, wo ich denke, hey, ein Komma hier, oh, könnte nicht schlecht sein. Ich setze das einfach mal. Ja, ja. Und Rechtschreibung, naja, ich weiß gar nicht,
wie viele Rechtschreibreformen seit meiner Schulzeit durchgewandert sind. Ich glaube, mindestens 3. Von der einen weiß ich, weil seitdem darf man Kaktusse ja schreiben und sagt nicht mehr Kakteen. Damals, als ich mir gedacht habe, dass die Menschheit jetzt langsam echt völlig anfängt zu verblöden. Naja, aber so ist es halt, ne? Hui. Muss man akzeptieren, Freunde. Man muss auch mal akzeptieren können im Leben. Jo. Und was sonst noch an Rechtschreibreformen rauskam, keine Ahnung. Und deshalb gibt man sowas ja immer einen, wie gesagt, ich nenne ihn jetzt einfach Lektor. Der kleine Fritz beginnt das Lektorat. Oh nö, wieder zum Lektor. Was habe ich jetzt scheiße gemacht? Ja, ja. Nee, aber ich glaube, das mache ich. Es ist noch nicht viel, aber ich habe mir zumindest mal so ein Grundkonzept ausgedacht. Und da könnt ihr jetzt dann sagen, jupp, mach weiter. Also vor allem, sorry, ich und Namen, man weiß es, ne? Der oder diejenige, die, ich glaube, es war ein Er, der geschrieben hatte, dass ich als Einschlafhilfe fürs Kind diene. Da wäre mir halt das Feedback so mit am gewichtigsten, möchte ich mal sagen. Weil in erster Linie habe ich es ja dafür dann gemacht, ne? Extra, separat. Nein, ich schreibe da keine Widmung rein, keine Angst. Eine Widmung für Widmung. So, gut, das hätten wir. Tanken müssen wir wieder. Hui. So, nicht, dass ich gleich wieder irgendwo gegenfliege. Aber wenig verbraucht. Entschuldigung. So, da bin ich wieder. Gerade noch mal ein Schlückchen getrunken hier. So, meine Damen und Herren, die kleinen Rohre kommen jetzt bitte hier rein. Gut, auf Wiedersehen. Wir nehmen mit Stahlplatten. So, ich mache mein Lied weiter. So, und jetzt sollen hier die Sauerstoffgeneratoren 2 Stück hin. So, die haben wir oben und unten, haben die einen Anschluss. Ich bin ja eigentlich auch ein Idiot, ne? Die hätte man ja auch einfach hierher setzen können. Da hätte man sich schon wieder Gewicht mitgespart. Naja, egal. Wer es hinterher sieht, ist danach schlau. Dumm ist nicht der, der Dummes tut. Dumm ist nur der, der seine Fehler nicht weitersagt. Nee, das wäre ja dämlich. Obwohl, im Endeffekt auch nicht. Man sagt ja, dumm ist der, wer Dummes tut, aber wer entscheidet, was dumm ist und was nicht? Du kannst im Nachhinein immer sagen, das war dumm. Aber wenn jemand es zu dem Zeitpunkt nicht wusste, weil ein anderer, in Anführungsstrichen, dummer, ne, seinen Fehler nicht weitergesagt hatte und daraufhin nochmal einer passiert ist, ist doch derjenige der Dumme, der seinen Fehler nicht weitergesagt hat. Oder pflichtet man mir dort nicht bei? Ha? Ja, genau, du bist jetzt gemeint. Hast du jedem schon deine Fehler gesagt? Ha? Wenn man jetzt natürlich mit Vorsatz irgendetwas macht, ist es was anderes. Das ist kein Fehler. Das ist dann schon Dummes. Da hast du dann Dummes getan. Und ja, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Jedoch muss man unterscheiden. Das nennt sich Fehlerkultur, habe ich auch gelernt. War es ein Fehler, der aus menschlichem Versagen heraus resultierte,
War es ein Fehler, der aus mechanischen Versagen sich herauskristallisierte? Oder ist es ein Fehler, der sich aus Prozessen zusammengesetzt hat, der vermeidbar gewesen wäre, wenn der Prozess optimiert wäre? Mhm. Prozessoptimierung, ich mag das. Ich glaube, ich habe meinen Beruf verfehlt. Ich sollte in die Prozessoptimierung ins... Oh Gott, Namen und ich. Qualitätsmanagement. Da gibt es nochmal irgendeinen komischen englischen Fachbegriff dafür. Fällt mir aber gerade nicht ein. Richtig gut. Computer. Und dann, das hatte ich damals auf dem Meister. Wenn dieses Qualitätsmanagement durch ist, wird man zertifiziert nach... So, jetzt lass mich lügen. Der ISO 9000? Ich weiß es nicht sicher. Irgendwie sowas. DIN ISO 9000 oder so? Bin mir nicht 100% sicher. Ist schon so lange her. Hatte ich auch nicht mehr auf dem Schirm. Aber ich glaube... Zertifizierte Betriebe werden, glaube ich, nach dieser DIN ISO 9000 gemacht. Kann natürlich sein, dass ich jetzt irgendeinen totalen Senf erzählt habe und das ist, keine Ahnung, wie man Schokolade richtig auspackt. Weiß nicht, müsste ich jetzt googeln. Man muss nicht alles wissen, man muss nur wissen, wo es steht. Und da ist Google echt ein guter Freund geworden über die Jahre. Auch wenn mittlerweile sehr viel Scheiße mit Google passiert. Egal, was du googelst. Du bekommst erstmal 5 oder 6 Anzeigen von irgendwelchen komischen Firmen, die eigentlich null mit dem zu tun haben, was du eigentlich wolltest. Als nächstes Motoren. Ja, da haben wir jetzt aber hallo, haben wir jetzt da Computer reingeballert. Wir haben fast keine mehr. Flup. Ja. Und dann klickst du auf die Anzeige und da kommst du, keine Ahnung, auf irgendeine Seite. Da gehen dann 20 Millionen verschiedene Seiten auf, wo du denkst, nein, 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 will ich doch gar nicht. Naja. Deshalb auch bei der Suchmaschine Google muss man echt differenzieren, nach was suche ich und gibt es da vielleicht auch mal einen Link, wo nicht Anzeige drüber steht. Anzeige ist raus! Momentan gehen wieder extrem viele Spam-Mails aus der Türkei rum, ne? Wenn ich so gucke, da hast du dann hier, keine Ahnung, Gutschein für das, Weihnachtsgeschenk für das, hier gewonnen, da gewonnen und so weiter und so fort. Wo ich mir denke, okay, könnt ihr ja machen bei mir, aber ich gucke immer, wenn sowas kommt, auf den Absender. Weil wenn du da mit der Maus quasi dann, also... Angenommen, hier, ne, das ist jetzt die E-Mail. Absender, Betreff. Dann steht hier, keine Ahnung, Absender von Aldi. Betreff, Gutschein 10.000 Euro verfällt. Dann gehe ich meistens über den Absender und dann kommt, wie hier, die Anzeige aufploppt, ploppt da ein kleines Feld auf mit der Originaladresse, von wo es herkommt. Und das ist teilweise so schlecht deutsch übersetzt, das glaubt ihr nicht. Große Rolle brauchen wir jetzt, ne? Da haben sie wahrscheinlich irgendwie nur irgendwelche türkischen Wörter in den Google Translator geschmissen, daraus eine E-Mail-Adresse gemacht. Und dann steht halt dann da so eine Internetadresse mit ohne Informationen auch haben. .tk. Denke ich mir, okay. Du wirst gleich mal gelöscht. Ich klicke die gar nicht an, ich mache damit gar nichts. Da kommt vorne im Kästchen der Haken rein. Weg. Schmutz. Brauche ich nicht. Deshalb, Leute, passt auf, ne? Und zum Jahreswechsel, also das mache ich persönlich immer, pünktlich zum Jahreswechsel, weil man am 1. Januar in der Regel ja sowieso frei hat, werden alle, komplett alle Passwörter, die ich habe, einmal komplett abgeändert. Da habe ich mittlerweile schon ein schönes, dickes Buch in meinem Tresor drinne und da steht dann pro pro
pro Account steht dann immer ein separates, eine separate Seite, wo dann die ganzen Passwörter mit drin sind. Weil dann wird das vom letzten Jahr quasi durchgestrichen und wird das neue mit aufgeschrieben. Weil mittlerweile, du hast ja so endlos viele Passwörter, ne? Und das ist mir dann aufgefallen, wo mein Minecraft-Account damals gehackt wurde. Was war's jetzt? Shit, was haben wir jetzt gebraucht? Sorry. Herstellungskomponenten, okay. Bei mir ist das aufgefallen, als damals mein Minecraft-Account gehackt wurde. Da hatte ich es mir ja sehr einfach gemacht. Ich habe überall dasselbe Passwort verwendet. Dann habe ich mir gedacht, oh fuck. Wenn die jetzt irgendwo sich noch mit einloggen, das ist scheiße. Das, nee. So. Dann angefangen, für jeden Account ein anderes Passwort genommen. Aber irgendwann stand ich dann da. Passwort falsch. Hä? Nächstes Passwort eingetippt, Passwort falsch. Hä? Und nicht mehr eingefallen und Passwort wieder zurücksetzen müssen. Und hast dir gedacht, nimmst du das Passwort. Und dann so, ja, Passwort muss aber aus dem und dem und dem, weil hast du ja wieder die verschiedenen Seiten. Auf der Internetseite muss ein Sonderzeichen mit drin sein. Auf der Internetseite muss das Passwort 12 Zeichen lang sein. Auf der darf es maximal nur 16 Zeichen lang sein. Und dann stehst du immer da wieder, Depp. Und drum habe ich dann angefangen, hier ein Buch zu führen. Dass wenn mir ein Passwort mal wirklich entfallen sollte, weil es gibt ja durchaus, wenn ich mal dran denke, ich habe ja früher öfters mal im Ausland gearbeitet, wo du da mal 2 Monate weg bist und dann kommst du wieder. Und im Ausland brauchst du sowas wie Steam und was weiß ich, brauchst du ja alles gar nicht, ne? Da bist du ja dann hauptsächlich zum Arbeiten. Und dann kommst du wieder und willst dich in Steam einloggen und dann... Boah, fuck, wie war denn der Code? Jaha. Das ging mir damals, wo ich das allererste Mal im Ausland gearbeitet habe, ging mir das so. Ich habe ja da kein Geld gebraucht, das geht ja da alles über Firmenkreditkarte, blablabla und so weiter. Stand ich dann zu Hause und war tanken. Und dann, wo ich beim Tanken war, ne, habe ich mir gedacht, fuck, ich habe jetzt gar keine Firmenkreditkarte mehr. Geldbeutel rausgeholt, fuck, ich habe nicht genug Kohle mit. Sofort tanken abbrechen, ne? Reingegangen, wollt mit Karte zahlen. Ja, fuck. Das funktioniert nicht. Ich weiß die PIN nicht. Oh Gott. Das war was. Dann nach Hause gefahren und dann musste ich, ungelogen, ich habe, glaube ich, eine Dreiviertelstunde gebraucht, bis ich meinen PIN-Brief von meiner Sparkassenkarte wiedergefunden hatte. Die gute Frau an der Kasse wird sich auch gedacht haben, der kommt nicht mehr, aber ich habe ja da... Ich habe meinen Geldbeutel dagelassen, bis auf Führerschein und Ausweis. Ich habe mein Handy dagelassen. Also ich habe da so viel dagelassen, wie es ging. Und habe gesagt, ich komme wieder. Ich habe da nur ein Problemchen mit meinem PIN. Ah ja, so ist das halt, ne? Ja, aber aus sowas lernt man, ne? Und dumm ist der, wer dumm ist. Nicht der, der Dummes tut, sondern nur der, der seine Fehler nicht weitergibt. Und deshalb... gebe ich sie an euch, damit euch sowas vielleicht im Fall der Fälle nicht passiert. Deshalb kriegt ihr den Tipp, ändert mindestens, es gibt ja auch andere Leute, die ändern das quartalsweise ihr Passwort, ne? Ändert mindestens einmal im Jahr euer Passwort, wenn nicht sogar öfters. Und? Warte mal, bist du ein Conveyor? Nee, du bist ein Container. Bam, 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 bam. Okay, pass auf. Machen wir Folgendes. Ich schließe das jetzt an. Obwohl, ich bereite das erstmal vor zum Anschließen. Warte. Machen wir sonst easy, Freunde. Easy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So erreichen. Nein. Ja, genau so. So. Es hat
begonnen! Also es sollte beginnen. Yes! So, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Wir müssen auf jeden Fall für Eisnachschub dann gleich sorgen. Wie viel Eis haben wir denn überhaupt noch im Petto? Das ist so, mal so das Wichtigste. Warte, dann schmeißen wir den ganzen Geraffelzeug da rein. So. Eis. 348.000 haben wir noch im Container auf Petto. 8.000, 5.000, 5.000, ja, okay. Die sind jetzt natürlich alle kräftig am Rattern. Top. Ach so, warte, die sind ja noch gar nicht hier am Rattern. Ich Dropsnase. Ich brauche nochmal schnell 2 Grade. Dich nicht, dich hier. Ach nee, doch, die müssten versorgt werden. Die sollten versorgt sein. Sind sie auch. Okay. Top. Auch der hinterletzte? Jawollo. Läuft. So, Hauptsache, die saugen mir hier meine Dinge nicht leer. So, dann gehen wir mit dem Kumpel gleich mal Eis holen. Könnte man eigentlich, ne? So, ist die überhaupt leer? Jawohl. Na dann. Einmal voll machen, bitte. Und dann schauen wir mal, wie voll die Dinger drüben sind, wenn die wiederkommt. Weil wir bewegen uns mit ganz großen Schritten gerade hier aufs Ende zu. Was du? Zum Drehen hat keiner was gesagt. So, Vorsicht, kleiner Baum. Obwohl, du wirst eh kaputt gehen. So, stehen wir gerade so halbwegs, na dann. So, ich denke mal, so eine Ladung sollte doch erstmal genügen, oder? So, haben wir schon Eis? Ah, noch nicht ganz. So. 3, 5, 6, 7, 700.000? Ah, da gehen wir aber nochmal ein Stückel. Ja, das bisschen Stein, was wir da mitkriegen, das wird dann auch gleich verarbeitet. Also. Ich dachte jetzt schon. So. Jetzt haben wir einiges an Gewicht. 600, 1 Million, 1,1, 1,2, ja gut, 1,3 Millionen. Können wir kurzfristig mal mitarbeiten? So, Freunde. Ich fliege jetzt mal ganz langsam wieder zurück und docke an. Ich lasse das hier mal eine halbe Stunde vielleicht vor sich hinlaufen, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir mal, wie voll wir die Hydrogentanks in einer halben Stunde bekommen. Oder ob unser Eis dann schon wieder leer ist. Da muss ich halt nochmal kurz zwischendurch los. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir dann unsere restlichen Feinheiten mit anbauen. Sowas wie Pilotensitz, Gyroskope und so weiter und so fort. Dann schauen wir auch mal, wie es batterietechnisch aussieht. Vielleicht bauen wir ja noch ein paar Sonnensegel mit hin. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir aber glatt. Und ja. Dann sage ich vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein und fürs Zusehen und bis zum
nächsten Mal. Macht es gut und Tschüssikowski.